Ich wäre soweit. Ja, los. Sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei den Mountain Farmers. Heute mit dabei der Ducky, der Michael, der Werner, der Paul und der Lukas. Guten Tag, ihr Herren. Guten Tag. Ja, hallo. 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 So, berichtest du direkt von deiner Erfahrung im Position Farming? Direkt hier live vom Einsatzgebiet. Ja, ja. Es lohnt sich. Also es bringt was, sagen wir mal so. Wir haben die Bodenproben haben wir genommen. Das Labor hat festgestellt, es fehlt oder der Stickstoffwert ist zu gering, glaube ich. Jetzt haben wir Mineraldünger ausgebracht und jetzt sieht man auch, wenn ich hier auf Stickstoff gehe, die Bahn, die ich gefahren bin, ist jetzt von rot auf grün gesprungen. Genau, du kannst dir nochmal den Spaß machen, wenn du die Moment, Komma-Taste drückst, jetzt muss ich gerade überlegen. Dann siehst du das, dass du nicht mehr das Ganze automatisch machst, sondern jetzt selber deinen Verbrauch über K&M ein bisschen variieren kannst, quasi. Oh, hör auf, du. Ja, ne, ist halt dieser Realismusfall. Ja. Du kannst damit arbeiten, kannst das automatisch quasi machen lassen, glaube, oder du kannst es halt selber. Ich glaube auch, dass es realistisch ist, wenn man die Möglichkeit hat, es automatisch machen zu lassen. Ey, du, ich hab nichts anderes behauptet. Ich hab da nichts dazu, ne? Micha, was machst denn du? Ich hol das Gras vor dem Silo weg, dass ich gleich die Silage da rausholen kann. Ah, okay, das sah interessant gerade aus. Ja, es klappt nicht so ganz, wie ich das vorgestellt habe. Ne? Ja. Weil wir haben so viel Silo-Gras davor liegen. Okay. Ich die Silo gleich öffne, dass das Zeug weg ist. Bringen wir hin. Michael, ich guck mal schnell nach unseren Bienen, ne? Ich glaube, wir müssten auch mal eine Schleuder etc. pp. uns anschaffen. Klar. Kannst mal dein Glas mitnehmen. Klar, gar kein Problem. Bring ihn nach Hause. Ich meine zu mir. Dich. Okay. Schade. Wir haben ein paar volle Honigwaren. Haben wir auch irgendwas? Bringst du das komische Ding hier gerade mit? Mhm. Super. Michael, mieten wir uns dafür so einen Anhänger einfach, um das Zeug gleich hochzukriegen? Was für ein Zeug hochkriegen? Naja, die Schleuder, die Abfüllmaschine und sonst was. Sonst muss ich hier unseren Plattformwagen leer machen. Wir haben doch einen. Achso, meinst du? Ja, wir haben ja noch einen Plattformwagen, genau. Ne, den können wir gar nicht. Warum schalte ich eigentlich aus? Das, ja. Ach komm, 400, die können wir uns gönnen. Aua. Gewohnheit. Ja, Gewohnheit, ne? Aber bin irgendwie noch nicht so weit, dass ich jetzt dem System vertraue. Da. In jedem Menü habe ich geguckt, bis ich es endlich gefunden habe, ne? Was ich kaufen wollte. Nur eine Honigschleuder. Du musst bei Honig nachschauen. Ja, hab ich festgestellt. Micha, haben wir eine Wunschfarbe für die Abfüllanlage? Die ist normalerweise in so einem Blauton. Ja, nimm die doch. Du kannst auch, wie du möchtest, kannst du grün nehmen. Oder? Ja, wir nehmen das John Deere gelb. Passend für den Honig. Okay. Er streut zwar noch, aber es kommt nichts hinten raus. Das sieht so komisch aus. Wenn du es nicht kaputt hast. Kaputt gemacht hast, ist falsch. Na, hallo, hallo. Ja, ich fahr mal runter, so. Ich hol mal das Zeug, ne? Alles klar. Sehr gut. Bin hier unterwegs. Alles klar, bis nächste Woche. Bis nächstes Jahr. Ja, ist schon fast Herbst, ne?
Ducky, wann können wir denn mal unser Korn ernten? Das müsste bald soweit sein. Okay. Ist noch im Wachstum. Ja, lass mal wachsen, ne? Ja, bloß nicht zu früh ernten. Nein, nein, nein. Würde sich das lohnen, da es ja noch im Wachstum ist, auch eine Bodenprobe zu ziehen und dann mit der Pflegebeife drüber zu heizen, wenn was fehlt? Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob was fehlt, weil wir haben es ja schon vor Position Farming vorbereitet. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber ich sag mal so, mir wurde immer gesagt, solange es nicht ausgewachsen ist, kannst du noch was machen. Ja, ja, alles gut. Sollte eigentlich gehen, ja. Sollte eigentlich gehen, ne? Was ist jetzt los? Oh! Könnt ihr mal auf den Bodenproben ziehen, das leckt ja hart. Oh, das ist cool. Jetzt ist der Dünger fertig geworden, hat sich schlagartig meine Karte verfärbt. Gut. Oh. Deine Minimap oder deine normale? Die Minimap. Ja. Die verfärbt sich tatsächlich auch, wenn du schon drüber fährst. Ja. Warte mal. Haben wir noch Dünger am Hof, Ducky? Ich glaube nicht. Da muss ich Dünger holen gehen. Also auch bis Schade. Nächste Woche. Du, wollen wir uns gleich unten zum Mittag treffen? Ja, wo treffen wir uns denn? Du, beim Händler. Beim Händler? Hat er was zu beißen, oder? Ich hoffe, der schmeißt eine Bratwurst oder so. Ah, jetzt ja. Was, eine Kleinigkeit, weißt du? Eine Kleinigkeit, was Deftiges. Ja. Das denke ich mir auch jedes Mal. Drehen, wenden hier. Dieses Drehen von Objekten ist so nervig. Musst du wieder alles perfekt aktionistisch aufstapeln, oder? Natürlich. Natürlich. Okay. Macht Lukas das auch, oder macht er den Lenny und schmeißt den das Zeug da einfach nur hin? Nein, er bemüht sich. Ich bin stets bemüht. Ja, okay, also dann, jetzt, das war's mit Lukas. Hack doch nicht so auf dem Lenny rum. Das macht man nicht, wenn Leute nicht da sind. Nein, um Gottes Willen, man, die ergänzen sich die Jungs, ne? Der eine sagt so, das muss einfach nur funktionieren, der andere sagt, das muss doch noch schön aussehen. Ja. Und der Lukas bemüht sich, dass er wiederkommen darf. Nachdem er letzte Woche ja rausgeflogen ist? Nein, ich war ja da. Achso. Irgendwer musste doch wieder gehen. Wer war denn das? Paul. Der Paul 2.0. Paul 2. Hat der Radlader unten beim Händler eigentlich eine Gabel? Ja, ne? Glaube ich, ja. Nur eine Gabel. Okay. Ah, perfekt. Ich muss das Zeug ja gleich auf den Trailer kriegen. Das wird ein Spaß. Ich schaue dir dabei zu. Ja, danke für nichts. Muss mich also bei... Ach, bist du blau? Nee, du kannst doch nicht schon so schnell hinter mir sein. Boah, weißt du, es geht bergab. Erstens das und zweitens war ich Fan, also... Ja. So. Ich habe meine Sachen gekauft. Wo stehen die denn? In der Halle? Unter der Halle? Ich habe eine böse Befürchtung. Nee. 3200 Liter. Ja, komm mal gerne. Nicht, dass wir hier dieses wunderschöne Es ist unsichtbar Problem haben, aber Geld ist abgezogen. Ich sehe es aber nicht. Also der Trailer steht drin. Hast du Geld gekauft? Ja. Gut, dann steht das hier. Schieb das nochmal. Ungelogen. Ich hab's nochmal. Ja, ich sehe es. Ich laufe gegen. Werner ist in der Luft, aber ich sehe es nicht. Ich komme. Jungs, das läuft wieder. In der Hand. Das läuft wieder sehr gut heute, Jungs. Wo ist dein Anhänger? Hier drin, warte, den Anhänger fahre ich hin, wenn du dir den Stapler da schnappst, wäre das super. Komm mal Anhänger raus. Wenn sie stehen bleiben, kannst du auch mal stehen lassen. Dann liegen sie ja nicht so blöd rum. Achso, okay, die fliegen sonst einfach durch die Gegend, oder was? Alter, Ducky! Der Stapel ist nach oben. Wird 2000 okay. Euro für Proben? Was hast du gemacht, Alter? Du hast die ganze Karte mal eingemessen, ne? Ja, scheinbar. Du, die ganze Karte. Die Allgemeinflächen machen wir nicht mit, das kann die andere machen. Der Ducky hat
gut eure Flächen eingemessen. Die sind alle jetzt, ne? Dagi hat Bock. Aber warte mal, ich habe doch vorher selber die 71 eingemessen. Wie sieht's denn nicht da aus? Ah. Also Micha, wir werden übrigens auch noch eine Menge Geld investieren müssen. Wenn du mal anguckst, was wir bisher eingemessen haben, ist das auch nichts. Mach mal einen Quango drüber, bitte. Warte, ich bin da. Ja. Gut. Bei mir sind die Spanngurte einfach nur unten, ne? Aber du meinst, es war auch besser, dass ich gerade auf der Karte war, weil irgendwie scheinst du hier nicht mit dem... Ist okay. Der starke Mann ist aus, das kannst du so hochheben. Ah, echt? Ja. Ich hab extra geguckt, der starke Mann ist aus, aber ich kann es trotzdem hochheben. Ah, ja gut, dann habe ich nicht. Gut gefrühstückt, ne? Ja. Ich sag's dir. Ah, guck mal, Ducky. Werner ist auch einfach plötzlich mal in die Garage hier geglitscht. Ah ja. Ja, so, Spanngurt ab und Spanngurt drauf, bitte. Unsere Winterreifen sind gekommen, habe ich gesehen. Die liegen in der Halle hier. Oh, praktisch. Also, das sieht lustig aus, aber es hält. Ja, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht, von daher. Stimmt, ich hab's drauf. Ich hab's beides verladen. Ja, willst du sonst nach Hause fahren? Ach komm, ich fahr das Ding einfach. Ich merke ja nicht, wenn was runterfällt, ne? Ne, über die Schleuder ist der Spanngurt drüber, nur über die Presse irgendwie, über das andere Teil halt nicht. Aber das scheint auch fest zu stehen, was steht Orange am Anhänger. Du sagst Bescheid, wenn ich gleich ohne irgendwas oben ankomme, ne? Ja, ich bin dann oben, wenn du mich suchst. Ja. Also, irgendwas war hier gerade richtig falsch. Habt ihr unseren Big Mac mitgenommen, Jungs? Nee. Nein. Oh, warte. Also wie soll ich denn dein Big Pack mitnehmen? Ins Handschuhfach oder? Hosentaschen voll gemacht vielleicht. Ja, aber dann hättest du immer noch ein bisschen was. Naja. Oder ist es wirklich so? Der Düngesteuer war, glaube ich, gerade voll. Ich bin einmal so ganz knapp ans Feld gefahren, habe ihn angemacht und der war halb leer. Je nachdem, wie dein Verbrauch ist auf automatisch, haust du da natürlich schon ein bisschen hinten was raus. Boah. Läuft heute bei mir. Aber du bist doch unten in der Nähe vom Händler oder bist du wieder nach Hause gefahren? Ich? Ja, du? Direkt am Händler. Ja, dann versuchst du auch nochmal an der anderen Ecke vom Feld. Bin ich gerade bei. Okay. Merk schon, Werner hat richtig Bock auf Position Farming. Ich will das ein bisschen verstehen, weißt du? Das ist so, ich... Aha, okay, die Anzeige ändert sich. Okay, 160 Kilo pro Hektar, 180 Kilo pro Hektar, es wird. Gut. Dagi, ich habe mal Pflegebereifung aufgezogen, ne? Ja. Dein Fan kann Pflegebereifung? Natürlich. Na, das kann er eigentlich nicht. Fliegen. Ne, ich glaube, da gibt's einen Geheimknopf. Hast du die ausgemacht, Paul? Nee. Was habe ich ausgemacht? Maschine, nee. Das ist gut. Du kannst die Maschinen nicht ausmachen, die gehen von alleine aus, wenn sie voll sind. Oder leer, oder? Hab jetzt die Felder da unten nicht gemessen. Also die 79 und 72. Ich weiß nicht, ob das noch wichtig ist für uns, aber ich weiß auch nicht, ob das was gebracht hat, was ich jetzt hier mache. Na, ja, das Stickstoffgehalt scheint jetzt angepasst zu sein. Also müsste es ja eigentlich jetzt mehr Ertrag geben, oder? Wäre zu erwarten. Ja, dann. Ich fange mal an, die Mission zu machen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, was uns fehlt, ist noch eine Ballenpresse. Die haben wir ja mit Paul geteilt, so wie ich das verstanden habe, oder? Was? Ja, nee. Also es ist meine, aber du darfst sie gerne haben. Das ist nett, danke. Hast du einen Ballenwagen auch? Nein, den habe ich noch nicht, aber der müsste eigentlich gleich drin sein. Okay. Ballentechnik. Ich glaube 50.000. Die Frage ist, ob man mit dem Anderson hier rumfahren will oder ob man nicht den mit 12 Ballen nimmt. Yes, das geht stimmt. Ganz gut mit dem Anderson. Haben wir schon gemacht. Geht? Oh, hallo Michael. Hallo. Ja, du musst halt ein bisschen Leistung haben, ne? Also Gator jetzt vielleicht nicht. Ja, komisch.
Ich wollte es nur gesagt haben. Also wenn du vielleicht deinen Wickler verkaufst und noch 10.000 beisteuerst, dann können wir den Wagen kaufen. Wickler, glaube ich, haben wir schon verkauft. Ich weiß nicht mehr, wie viel der Wickler gebracht hat, muss ich gestehen. Was kostet denn der Ballenwagen? 50. Ja, was sagen wir, wenn wir die 30 überweisen und wir verwenden beides einfach gemeinsam? Hab ich kein Problem mit. Dann machen wir so. Oder ich überweise dir 20 und du kaufst das Scheißding. Dann hat jeder eine Maschine. Können wir auch machen. Dann haben wir geteilte Wartungskosten. Passt. Genau. Einen Moment, ich muss mal das richtige Menü suchen. Da. So. Dankeschön. Schön. Micha? Ja, anwesend. Ich bräuchte Hilfe beim Abladen. Ihr braucht vor allem Hilfe beim Ballensammeln. Fällt mir gerade so auf. Ja, Ballensammeln müssen wir auch noch. Aber ich würde sagen, das klären wir erstmal in der nächsten Folge. Für heute sind wir fertig. Liebe Leute, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, auch wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns am Samstag, wenn ihr mögt, zu einer weiteren Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.